Und wo wir gerade schon bei Doppelmoral sind, die Missbrauchskonferenz im Vatikan ist vorbei. Kinderschutzkonferenz heißt es eigentlich, sagt die katholische Kirche. Die reden nicht von Missbrauchskonferenz, die reden von Kinderschutzkonferenz. So viel zum Thema Framing. Man hätte ja gedacht, die Kirche stellt sich jetzt mal konsequent ihrer Verantwortung. Also ich hätte gedacht, das ist eventuell im Bereich des Möglichen. Also dass mal die Machtstrukturen diskutiert werden in der Kirche. Dass auch der Zölibat zur Diskussion gestellt wird. Auch dieses Problem, dass die Männer immerzu unter sich bleiben. Ja, das führen die ja auf die Bibel zurück. Hier, der Herr ist kein Birte. Psalm 23, ganz bekannt. Googeln Sie das mal, ja? Und das ist natürlich diese Männerbünde, diese Männer, einfach Männer unter sich, ja? Männer decken sich gegenseitig, also Männer schützen, es ist einfach, Sie wissen doch, wie ich das gemeint habe. Es ist die Wurzel allen Übels. So. Und was hat dann der Papst gesagt in seiner Abschlussrede zum Thema Missbrauch? Ich habe mir die Rede nochmal durchgelesen. Er hat gesagt, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, dass Missbrauch meistens in der Familie vorkommt, aber auch im Sportverein. Es geht in der Rede erstmal um Sextourismus, es geht ums Internet, es geht um Pornografie und dann irgendwann auch um die katholische Kirche. Also der Tenor, Missbrauch gibt es leider überall, da kann man nichts machen. Das ist von der Argumentation so, als würde ein Mörder sagen, sorry, gemordet wird überall, das soll jetzt meine Tat nicht schmälern, aber es ist ein universelles Problem. Die Opferverbände fühlen sich vom Papst regelrecht verschaukelt. Kein Wort nach innen, was sich in seiner Kirche ändern muss. Er hat nach außen gepredigt, als ob die Kirche, nachdem sie jetzt 3 Tage noch mal im Büßerhemd umhergegangen ist, jetzt rumlaufen kann und der Welt sagen kann, hey Leute, wir wissen, wie Kinderschutz geht und wir machen das und wir ermahnen euch, es auch zu tun. Was für eine Unverfrorenheit. Ja, man geht von 100.000 Fällen allein in Deutschland aus seit Kriegsende. Und die katholische Kirche in Deutschland hält es immer noch nicht für nötig, umfassend mit den Staatsanwaltschaften zu kooperieren. In vielen Fällen wurde den Opfern allen Ernstes von der Kirche geraten, die Tat zu beichten. Ja, die Opfer sollten das beichten. Und dann ist das ganze Verfahren innerhalb der Kirche geblieben. Klar, es ist immer wieder das alte Prinzip, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, kennt man ja. Die drei Pfaffen. Ne? Und dann stellt sich der Papst auch noch an die Spitze der Aufklärer, ohne konkret zu sagen, was passieren soll. Stattdessen war es ihm ein Anliegen, auch noch mal zu betonen, dass die Priester, die Kinder missbraucht haben, Werkzeuge des Teufels waren. Ja, die Kirche ist wieder nicht selbst schuld, es war der Teufel. Wobei ich mich frage, ist es da nicht die Aufgabe der Kirche, den Teufel zu bekämpfen und nicht ihm tausendfach eine Festanstellung mit Pensionsberechtigung zu bieten? Und nur mal so nebenbei, ja, ich bin als bibelfester Außenstehender, kann ich Ihnen Folgendes sagen. Ich bin wirklich überrascht. Die katholische Kirche steht völlig im Gegensatz zum Gott des Alten Testamentes in dem Punkt. Ja? Der Typ war ein Macher. Der hat links und rechts erschaffen, bis die Schwarte kracht. Nichts von wegen, aber am Anfang erschuf Gott ein Gremium, dann 8 Ausschüsse und ließ 9 Gutachten erstellen. Und dann sah er, dass es kompliziert war und erschuf eine Wiedervorlage in 30 Jahren. Nein. Gerade beim Thema Sünde war Gott ein Mann der Tat. Sodom und Gomorra, es hat Feuer und Schwefel geregnet und nicht Gesprächsrunden und Versetzungen ins Archiv. Ich sage Ihnen, die einzige Konsequenz, die die katholische Kirche am Ende ziehen wird, ja, das einzige Ergebnis am Ende eines langen vermeintlichen Aufklärungsprozesses wird sein, dass Ministranten gebeten werden, sich in Zukunft nicht mehr so verdammt sexy anzuziehen.